Skateboarder 40 Plus aus Bologna. Axel Reichert, Omsa-Tour, Pizza-Tour 2015. Schön, mit dir die Reise zu machen. Gerne. Bin cool. Sehr gerne. Ja, du hast mir ein Foto geschickt und darüber wollen wir heute reden und ich zeig das mal eben. Ein sehr frühes Bild vom Axel. Axel, wann und wo wurde das aufgenommen? Ja, das wurde 1980 aufgenommen und ich bin der Große und der Kleine ist mein Bruder. 80 wurde das aufgenommen. Da fing für dich das mit dem Skateboardfahren an. Ja, ich denke, das sieht recht neu aus als Skateboard. Vorher gab es sowas nicht in der Eifel. Das waren so die Anfänge. Schön. Was für ein Jahrgang bist du nochmal, wenn ich fragen darf? 69 bin ich geboren. 69er Jahrgang. Du bist ja recht erfolgreich BMX gefahren, hast mehrfach einen deutschen Meistertitel gewonnen und leitest jetzt die Skatehalle in Trier. Also die läuft unter deiner Obhut, sage ich mal. Kann man so sagen. Und bist du noch immer ein aktiver Biker? Ja. Und Skater? Ja, ich habe eigentlich beides immer parallel gemacht. Aber ich hatte beim Fahrrad in der Eifel im Grunde weniger schlechte Bedingungen. Also zum Skaten war das sehr dürftig. Glaube ich. Bin ja dann nach Trier und Köln gezogen, da wurde das besser. Aber da war ich auch schon älter. Und ja. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass immer in der Stadt, wo habe ich mich auch immer bestimmten Leuten angeschlossen. Und wenn da Skater waren, bin ich mehr Skateboard gefahren. Wenn ich in Köln bin, ich mehr BMX gefahren. Und so hat sich das immer so ein bisschen verschoben. Ja, schön. Du hast ja auch drei Söhne und einer davon skatet auch und recht gut sogar, ne? Können eigentlich alle drei schon skaten so. Ich bin dann, glaube ich, nicht der beste Vater in der Beziehung. Würde mich freuen, wenn die sowas auch mal beherrschen. Schön. Ja, und jetzt kommen wir mal zu der Schlüsselfrage. Was ist Skateboardfahren für dich? Warum kannst du da nicht die Finger von lassen und machst das noch immer? Was fasziniert dich daran? Ja, es ist so eine Art Ausdrucksform. Also ich kann mich da, wie so mit einem Medium, ich kann mich da in allen Bereichen, wenn ich verreise, ich kann, so ein ganz schwieriges Thema, ne? Wenn ein Fußballer fragt, warum spielst du Fußball? Und dann sagt er ganz einfach, ja, weil es Spaß macht so, ne? Spaß macht es auch, Skaten, aber ich finde auch die Herausforderung, sich erstmal die Rampe zu bauen und also diese ganze, was damit zusammenhing, früher für mich, ne? Das hat mich sehr geprägt. Ja, sehr schön. Ja, cool. Und du machst das ja noch immer aktiv und ich hoffe, auf der Tour kriegen wir besseres Wetter, dass wir noch mal ein paar Tricks von dir sehen. Danke. Okay. Ja, so einfach.